Maschallah, Digga. Absolut unnötig und irrelevant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, meine Community wäre deutlich hässlicher. Ich habe mir also folgende Gedanken gemacht. Wie sieht eigentlich meine bekackte Community aus? Und da habe ich gesehen, Papa Platte hat wahrscheinlich irgendwie von irgendwem anders auch das Format gestohlen und gefragt, hey, postet doch mal ganz kurz ein Bild von euch auf Twitter, damit ich mir hier quasi ein Bild machen kann davon, wie ihr aussieht. Und genau das machen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt gemeinsam meine Community auf Twitter an. Mashallah. Wir gehen direkt rein in die Masse, meine Freunde, und fangen an mit den Bildern hier. Wir haben hier ein Bild von LeFloid. Extrem wildes Bild. Ich wusste nicht, dass LeFloid ein aktiver Teil von meiner Community ist. Das freut mich natürlich sehr, LeFloid als Teil meiner Community am Start zu haben. Natürlich ein ganz klares Ding. Orange Morange hat mir dieses Bild hier reingeschickt. Was das jetzt genau soll, weiß ich persönlich nicht. Kevin, solltest du diese Brille tatsächlich privat unironisch tragen, tut es mir für dich wirklich, wirklich, wirklich leid. Ganz ehrlich, Digga, Kevin, es tut mir wirklich für dich leid. Pff, Bro. Mashallah, Digga. Antonia, hier, mein Junge. Das ist doch, das ist interessant. Dann haben wir hier den lieben Mark Huger. Mark, einer meiner Mods. Original verschwitzt direkt aus der Arbeit. Zeigt Face jetzt. Hier ein Bild von Noah, von Halbzwilling. Absolut unnötig und irrelevant. Ich weiß nicht mehr genau, was das soll. Nova, Starlet Nova, antwortet hier mit einem Bild von einem jungen Mann, der mir in also dieser Mann kommt mir irgendwo bekannt vor. Chat, ihr dürft an der Stelle jetzt immer von 1 bis 10 natürlich mitraten. Das ist ganz wichtig. Ich warte jetzt hier auf euer Rating. Papo, Digga. Früher Splatterman, Digga. Fühle ich doch sehr. Extrem schöner Hintern. Kann man nicht anders sagen, Digga. Freut mich auch an der Stelle einfach, dass ich Leute habe, die ja so offen mit ihrer Sexualität umgehen und hier Teil meiner Community sind, Papo. Das freut mich sehr. Tino Hahn und ich. Fabian, danke dafür an der Stelle. Seid das wirklich ihr? Das seid doch nicht ihr, Alter. Ja, Digga, das ist eine 2 von 10. Tut mir leid. Mr. Morgan. Mashallah, der Hübsche, Digga. Das ist ein hübscher junger Mann. Ich sag's euch so, wie es ist. Wenn dieser junge Mann mit einer Spätzlepfanne vor meinem Haus stände, ja, da würde ich sagen, komm rein und wir vernaschen dich zusammen, Digga. Ich würde sogar von deinem Bauchnabel aus essen, Mori. Head on, Digga. Ono, was geht, Bruder? Ja, doch sehr viele Streamer-Kollegen tatsächlich, die sich hier geäußert haben. Interessant. Schade nur, dass ich die nie sehe, wenn meine Streams laufen und die hier nicht mal, obwohl sie alle extrem reich sind, mal ein bisschen was reingiften. Schade wirklich. Oh, Digga, Gens, Alter. Ah, absoluter Ehrenbruder. Herr Gens, Mann. Einer der lustigsten und besten Rapper aus ganz Köln. Bruder, Mashallah, der Hübsche. Ich sag's euch so, wie es ist, ne? Sieht gefährlich aus, aber Leute, das ist doch wohl eine 10. Schaut euch diesen Mann an. Eine absolute 1000, Digga. Der ist wirklich, wirklich sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübscher Mann, Digga. Perfekte Seite. Schmetterlinge sind auch wahr. Glatte 10, wirklich. Aha, die Steffi hier, Ciel Noir. Wir haben doch einige Frauen in der Community, wir sehen, Leute. Die Lochis würden jetzt sagen, es ist Zeit, die Community abzufarmen. Ich halte natürlich die Hände da raus und wasche sie in Unschuld, ganz klar. Also Leute, dass ihr hier mit einer 6 kommt, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine sehr, sehr attraktive Frau. Ihr seid dreist, Chat. Ihr seid wirklich dreist. Da scheiß drauf, Digga. Flesk, Alter, Bruder. Eine 10. Oh, Chat, kurz, was sagen wir dazu? Eine 0. 0, okay. Oh, 10. 10 und, also wir bewegen uns zwischen 10 und 0. Joko, Digga. Weiß ich nicht. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Absoluter Schmutz. 0 von 10. Also Tim, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe das Gefühl, wir werden hier debated. Chat, Vorsicht. Da fallen wir nicht drauf rein. FaceApp ist ein Indiz dafür, dass diese Geschichte nicht der Wahrheit entspricht, sondern frei erfunden wurde. Es handelt sich hier um einen Mann, der einen Filter benutzt hat, um auszusehen wie eine Frau. Da muss ich Sie wirklich leider enttäuschen. Vorsichtig beim Date. Ja, Digga. Leo, mein Cutter Beobardo hier. Absolut schönen Profil auch an der Stelle. Ich habe ihm mal versucht zu folgen. Ich habe gesagt, ausstehend. Er hat mich, by the way, nie angenommen. Leo, wenn du dieses Video hier schneidest. Warum? 10 von 10 würde. Ah, Sandra hier, eine Frau. Mal wieder der Chat wieder am Reinzimpen. Ja, nicht schlecht hier. Da muss man vorsichtig sein, Leute. Man kennt das Alter nicht. Oh, John Kim, der leibliche Geschwisterbruder von Julian Barm. Was sagen wir dazu, Leute? John Kim? John 7, okay, ja. John 11, okay. John 4, John 10, John 7, okay. 11, 11, 10. Ah, okay. Heißer Boy auf jeden Fall. Nefas, Maribel freut sich. Eine Katze. Tobi, absolut schön. Auch der Hund, der dabei ist, wirklich sehr, 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 sehr attraktiv, Bro. Kann man nicht... Digga, Akani sieht so aus, als hätte ihm einfach jemand auf den Kopf geboxt. Ne? Als wäre man von dieser You-Go-To-Horny-Jail-Hammer gekommen. Ah, Shushu hier mit einem sehr schönen Bild. Eine CSGO-Profispielerin. Na, was sagen wir dazu, Chat? Ihr seid hier wieder an der Stelle ran. Ich werde mich hier enthalten. Sehr, sehr schönes Bild.
10. Alle sagen 10. Alle sagen eine 10. 10, 9, 9, 9. Glück gehabt. Du kommst gut an. Lina hier mit einem sehr, sehr schönen Bild aus einem Badezimmer. Wir sehen hier eine Dusche im Hintergrund. Den Eltern ist da scheinbar, die wohnen hier in einem sehr bekalkten Gebiet. Ja. Ein Wischmob, der zum Abziehen der Dusche ist, um die Kalkspuren zu verhindern. Interessant auf jeden Fall. Skala der P, zeigt Face, keine Bock, aber nahe her. Schönes Bild im Garten hier, wird sich reingegönnt. Achtung! Ah, schwierige Nummer. Das sieht aus wie eine Mischung aus Malte und Unge, Digga. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich sag's so, wie es ist, ich würde es nicht... Könnt ihr einfach... Digga, das ist wirklich... Also, Unge als Frau geht nicht klar. Unge als Mann geht schon nicht klar, aber Unge als Frau ist also... Hier nochmal ein sehr schönes Bild. Gott, ich werde das bereuen. Nein, nein, nein. Chat is friendly as always, bro. Wir sind sehr, sehr nette People. Wer ist das, Digga? Wer ist das? Das bist doch nicht du. Man sieht sogar noch unten den Pinterest. Okay, den hier am Start. Nicht schlecht. Mhm. Sehr viele Mädels tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Das war ich mir gar nicht bewusst. Hier so ein seltsamer Rotzfaden. Wieso zeigt dieser Mann mir den Mittelfinger? Ich weiß es nicht. Grüße. Ich weiß nicht, was mit deinem Finger passiert ist. Können wir ganz kurz raten, Leute? Ich kenne diesen jungen Mann. Seid bitte ehrlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, meine Community wäre deutlich hässlicher. Aber klar, wenn das Community-Oberhaupt ein absolutes Supermodel ist, dann... Felix, hallo, ich bin dumm. Wieso hast du den Mund offen, Felix? Mach doch zu, das Maul. Schön, auf jeden Fall. King Baba. Bro, wie alt diese Bild? Wer diese auf diese Bild ist? Schön, auf jeden Fall. Sven, was sind denn da für Filter drauf, Alter? Das ist ja komplett durchgewaschen. Was ist denn mit deinen Haaren, Sven? Oh, Digga, die Zahnbürste ist back am Start, oder was? Auf Inscope angelehnt. Ja, das ist eine Wasserflasche. Das ist Paluten. Das bin ich. Ah, die Mädels, die geiern hier immer die Likes. Man sieht das, ne? Hier, ja, das spiken die Like-Zahlen. Ich merke das schon. Ja, ich werde eh nicht genommen. Doch, 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 doch. Absolute 10. Absolute 10 von 10. Ich fühle es sehr, Digga. Zu wild. Sehr schöne Bilder, Bro. Sehr, sehr schöne Bilder. Auf TJ Beastbow angelehnt. Ich merke schon. Ich zeige sogar meine Transformation. Nichts ist unmöglich. Toyota oder was war das, ne? Hoffe, mein Flirty Face nicht zu viel für dich. Ich komme damit klar, Lilly. Ich weiß nicht, wie der Chatter die Community das sieht. Die werden auf jeden Fall, die werden darauf anders greedy wieder sein. Aber ey, ich hätte nicht gedacht, dass meine Community... Also, meine Community besteht sehr viel aus Simon und Unge. Sehr, sehr viele Frauen tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich mache so einen Much-Autisten-Content. Aber ja, ich vergesse immer, es gibt auch viele Frauen, die sich sowas reinziehen. Auf Flex angelehnt, hier mit Rolex und eigenem Auto unterwegs. Der junge Mann weiß, wie man drippt und die Frauen klärt. Xenia, absolut heiß. Knochen Anna 44, sehr schönes Bild. Ja, okay, naja, gut wollte ich es nicht antun. Ach, absolut geht klar. Wirklich sehr, sehr nettes Bild von dir. Junge. Ich habe sehr viel, also Leute, komplette Single-Börse hier in den Kommentaren, ne? So viele Frauen bei mir auf Twitter in Community. Monte würde jetzt sagen, schöne Axel, ich enthalte mich jetzt hier an der Stelle. Oh, Digga, süßer Boy, Digga. Süßer, süßer Boy. Mädels, ran an den Speck, sage ich da an der Stelle. Ah ja, hier ist jemand erwachsen geworden. Früher, jetzt... 19, Digga, und am Drippen AF, Alter. Nice Haare. Ja, gut. Also, Digga, sehr viele Frauen hier, ne? Wirklich. Und hier wird auch immer direkt reingesimpt hier. Hübsche Simp. Digga, also da kommen direkt die Sims um die Ecke. Johanna hier auch, Johanna. Der arme Mann hat scheinbar einen Schlaganfall. Meine Unordnung muss zensiert werden. Hoffnungslos. Sarah, Digga. Mhm. Also hier einfach sehr, sehr respektvoll auch alle hier, wirklich, ne? Boah, Digga, wahnsinnig hübsch. Mashallah, also ich habe damals schon gefragt, wenn jemand irgendwie Kontakt zu ihr hat. Her mit der Nummer, Digga. Aha. Interessant, ja, doch, doch. Oh, you're gorgeous. Hier, sehr, sehr respektvolle Community, Digga. Auch ein wunderschöner Mann. Einmal einen Namen in den Chat, Digga, um arme Kinder alles zu hören. Lea, cringe, schreibt sie. Bei so einer bin ich eher dabei, Digga. Ballerbar. Also gut, ich habe eben noch davon gesprochen, wie die Community respektvoll ist. Geile. Digga, Leute. Digga, was ist denn mit euch? Chat? Das ist immer der Ibrahim, Digga. Ibrahim, hör doch auf. Hier wird ein kompletter Single-Markt bei mir in den Schön. Nein, Digga, hör auf, Mann. Nein, ich bin keine 12, sondern tatsächlich 17. Da habe ich doch direkt den passenden Track zu. Digga, also hier wird wirklich ordentlichst reingesimpt. Also vermehrt haben sich hier eher die Frauen getraut, ne? Digga, das ist, Leute, Single-Markt hier. Digga, ich bin wirklich überrascht, Mann. Fast nur Frauen, die sich hier zeigen. Also wirklich, absolute Schönheiten. Absolute Schönheiten hier, Digga. Da muss ich sagen, Leute. Heute ist ein guter Tag. Auch sehr schön, Digga. Mach das nicht zu lange, Bro, sonst bleiben die Augen stehen. Sorina hier mit einem sehr schönen Pick. Sehr viele mit Piercings tatsächlich. Deutsche Adi auf jeden Fall, Bro. Not bad. Bro, Digga. Fabo, die fette Maschine, Junge. An einem Tag würde ich mich sogar wohlfühlen. Nice, Bro. The fuck, René.
kusst du ihren Bruder. Sie sieht süß aus. Schöne Augen, die Dame. Schöne Schmetterlinge. Die Dame sieht ein bisschen aus wie weibliche Nebelnik. Schön lächeln auf jeden Fall. Sehr schönes Lächeln, Bro. Wunderbarer Mensch. Sehr, sehr schön. Josie hier mit einem sehr schönen Bild am Start. Ja. Olli. Da. Aha. Jungs haben keine Eier. Ich schwöre, die Jungs trauen sich nicht, ne? Schnicko, Digga. Absoluter Ehren, Bro. Gut, stabile Bart. Kalgon im Hintergrund. 10 von 10 Würde. Sarah, wildes Bild. Schöne Drecks. Drecks, Digga. Oh, das hab ich reingekackt. Dreadlocks, Digga. Fühl ich, Sarah. Perfekt, Bro. Ja. Alles drei extrem schöne Bilder. Ich präferiere doch dann das hier eher. Ey, Leute. Wahnsinn. Das ist ein sehr schönes Bild. Das fühle ich doch sehr. Digga, dafür bin ich hier. Wenn er das nimmt, gehe ich eine Runde joggen. Ja, besser ist. Was ist mit Revels? Reden wir nicht drüber. Dailin Melina. Mhm. Uff, Digga. Ibrahim schon wieder am Reinzimpen hier. Oh, Digga, Daniel. Ah, Digga. Ah. Oh, Digga, wild. Deutsche Pizmeat. Oh, Bro. Schöne Mann, diese. Schöne Mann. Digga. Bin ich das jetzt? Ist das Monte? Digga, warte mal, stopp. Bin ich das, Leute? Oder sieht der aus wie ein junger Montana Black? Montes verlorener Sohn. Monte, du hast ihn noch gesucht. Da ist er. Da ist er, Digga. Ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Ja, Digga, schnell drauf. Ah, Digga, süß, Mann. Süß, Mann. Süßes Paar. Da gebe ich ein Like. Viele hier mit Septum, ne? Sophia, stabile. Digga, also so viele Frauen. Das hätte ich nicht gedacht. Was soll. Ja? Ja. Doch. Digga, lösch das sofort. Digga, weg damit. Ganz klar. Auch ein sehr schönes Bild, Max. Wirklich, gefällt mir extrem gut. Keine Ahnung, was das jetzt an der Stelle hier soll, weiß ich nicht. Schöne Bilder, Digga. Schöne Community habe ich. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass meine Community so hübsch ist, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Kentex. Wahnsinnig wild, Bro. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei dieser wunderschönen Dame, Digga. Ganz, ganz wildes Ding. Ey, so viele Frauen. Das ist so insane, Mann. If you can't handle me like this, you gotta handle me like. Wie geht dieses Meme nochmal? Ich weiß es nicht. Hey, es sind. Ich habe ultra viele gar nicht gesehen. Kann das sein, ne? Krass, Mann. Digga, vor allen Dingen hätte ich nicht gedacht, dass meine Community so alt ist, ne? Also sind sehr, sehr viele Ältere dabei. Hätte ich nicht gedacht. Das ist keiner meiner Zuschauer. Der Mann, der macht Polizei, Feuerwehr, Handwerker, der ist ein Nationalheld, Digga. Das ist, die Kenner kennen ihn, sag ich mal. Cool, dass ihr alle euch hier gezeigt habt, Leute. Ich will jetzt hier nicht von Twitch gebannt werden. Hier nochmal ein sehr, sehr schönes Bild von einem wunderschönen jungen Mann, meine Freunde. Alhamdulillah, sei euer Kopf geküsst. Ciao, Leute.